Willkommen zurück im Wald hier bei der Spieldiagnose. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen schon fast gar nicht mehr, aber der Matlex ist dabei. Ja. Und der Frevel ist auch mal dabei. Moin, moin. So, und wir haben jetzt eine wunderbare Methode gefunden, wie wir die Baumstämme super einfach und schnell verladen können. Und zwar, indem wir einfach einen Ponzen Buffalo vor unsere Holzfräse oder von den Häcksler reinpacken. Und er zieht sich die einfach 1:1 rein. Wunderbar. Ich steige jetzt nochmal kurz aus, damit der Buffalo auch stehen bleibt, so. Das ist wie ein mobiler Überladetisch. Das ist ja so ein Tisch. Hey, echt? Mann, das funktioniert ja. Ja. Ich zeige es nochmal aus einer anderen Perspektive eben nochmal. Hätten wir keine Fantasie. Ja, es braucht nur kluge Köpfe, die es machen. Nichts ist unmöglich, Pons und Buffalo oder so. So, Matlex wird jetzt nochmal hier einen Baumstamm jetzt gerade nochmal auf den Buffalo raufladen. Ja, meine Kamera. Wir brauchen schon bald Nachschub von unten. Ja. So. So, und zack. Ziehen sich die Dinger rein, die Baumstämme hier. Wunderbar. Und werden gleich schön gefräst. Du könntest jetzt noch dazu sagen, dass wir einen Mod-Häcksler haben. Stimmt. Bei die erst jetzt zugeschalten haben. Richtig, wir haben eine modifizierte Version des Häckslers. Ich zeige dir nochmal eben im Kaufmenü. Und zwar haben wir hier von Dimanix Jens Version 1.0. Gibt es auch auf modhoster.de. Wir posten den Download-Link auch nochmal mit in die Beschreibung unten rein. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und der hat einfach, im Prinzip ist es der Original Häcksler, hat nur eine kleine Modifikation, und zwar den verlängerten Ladetisch. Damit sie die Baumstämme besser reinziehen. So, und den Ponce Buffalo, den gibt es ja im Spiel auch ganz normal zu kaufen. Aber es funktioniert, na, wobei der war jetzt ein bisschen zu sehr dicht, oder ein bisschen dicht auf dem Buffalo drauf. Aber es funktioniert, also wir haben ihn wirklich. Ja, wir können mal ein Stück zurückfahren mit dem nochmal. Gehen wir nochmal rein hier. So. Der Trailer ist, glaube ich, schon wieder voll. Guck mal. Der Trailer ist voll. Auch das noch. Es geht alles irgendwie so schnell. Ja, ist voll. 100%. Ich fahre immer eben weg. So. Jo. Ich nehme den Trecker schnell. Dann komm auch mit. Ja, dann fahren wir das Ganze jetzt eben kurz zum Biomasseheizwerk oben bei Feld 20 neben dem Shop und melden uns gleich wieder. Wir sind zurück im Wald, nachdem wir jetzt unser mobiles oder die ganze unser Hexegut in den ins mobile Heizkraftwerk, ins Biomasse-Heizkraftwerk. Mobiles Heizkraftwerk, wie komme ich denn darauf? Ins Biomasse-Heizwerk gebracht haben, so rum. Mensch, ins Kinder. Ja, und wir laden den Eingang schon wieder voll. Und der Buffalo steht ein bisschen weit weg. Frede, magst du mal eben ganz kurz den... Wäre der untere? Ah, der, ja. Ein bisschen dichter ranfahren wieder, damit wir wieder unseren mobilen Ladetisch wieder haben. Während ich mal versuche jetzt hier aus der... Madlex, schneid doch die Bäume bitte unten. Nicht direkt hier oben. Oh, geht okay, auch. Gleich. Ja, kein Problem. Achtung. Warte. Ah, du musst den einen Stamm hier noch rausziehen. So. Ups, Alter. Es dreht sich und schwenkt sich ein bisschen. Was machst du denn da, Frevel? Du musst ihn doch einfach nur ranfahren. Ja, aber das schön gerade davor steht. Ja, das ist aber eigentlich nicht so schwer. Das muss ich gleich wieder machen. Alles muss man selber machen, ey. Ja, geht auch so. So. Wenn man nicht alles selber macht, ne? Ja, ne, da muss man ja hinten aufsteigen. In Buffalo? Nee, bei dem roten Kran, was auch immer der ist. Das ist der rote Kran, von dem du gerade sprichst. Ist der Stepper.
FAL 13 AK, kostet 54.000. Ist für einen Einstieg in die Forstwirtschaft ideal. Flugscheißer. Ja. Ich habe auch gerade selber im Kaufmenü nachgeguckt. So, den kleinen Stamm hier nochmal aufheben. Den Stumpf hier. Oh, sehr gut, Madlex. Sieht alles irgendwie halsbrecherisch aus bei uns. Ja. Das darf auch niemand sonst sehen. Geht ja keine, wir sind ja nicht zufällig in der Aufnahme. Ach, sonst könnte man immer den Häcksler einsteigen. Ja, hast recht. Entschuldigung. Ganz vergessen jetzt gerade. So kann man es natürlich auch machen. What the f- was läuft denn jetzt? Warum? Nein, das Ding ist doof. Dann nehmen wir lieber ans Ponze. Lieber mit dem Buffalo arbeiten. Ja. So, du hast den aber schon wieder so bescheiden hingestellt. Ich parke ihn um. Danke, Madlex. Ich glaube, der rutscht einfach nur vor. Ja, vermutlich, weil wir einfach an der Stelle. Hab ihn ja schon hingestellt. Ja, das haben wir gerutscht. Das ist das Problem, wenn man so am Hand parkt. Ja. Ja, wir haben. Man hätte andersrum stehen können, dass die Stämme eher reinrutschen, anstatt raus. Stimmt, vielleicht sollten wir uns ja nochmal anders hinstellen. Dann sollten wir vielleicht nochmal unsere Position hier überdenken nochmal. Und uns vielleicht unten eine Lichtung irgendwo hinstellen. Dass die Stämme rausrutschen. Durch die Fliehkraft und so. Schwerkraft. Schwerkraft. Fliehkraft ist was anderes. Stimmt, Fliehkraft ist, wenn du rausgedrückt bist. Ja, ich habe in der Schule nicht aufgepasst. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch kein Landwirt, sondern virtueller Landwirt. Du bist Diktator. Diktator, ja. Wenn nichts wird, wird, wird. Wenn das nichts wird, wird man Diktator. So. Zack, 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 zack. Gut. Dann parke ich den den Jens Texter jetzt mal um. So, alles einklappen hier. Funktioniert das? Was? Umparken? Ja, was Madlex macht. Funktioniert schon, sie halten noch nicht besonders gut fest, wahrscheinlich. Oh. Ja. So, warte mal, den Hang. Welche Richtung müssen wir jetzt aufklappen überhaupt hier? Da bin ich schon gut hier. Wir halten erstaunlich gut. Ah, du willst jetzt so draufladen, okay? Muss ein bisschen mehr nach rechts. Ah, du willst jetzt schon umstellen, okay? Ja, klar. Geht ja fix. So, dann holen wir uns jetzt nochmal den. Ach, da ist ja schon ein LKW. Sehr schön. Bisschen kein LKW, sondern. Kann man nicht zwei in die Nähe stellen? Dann müsst ihr umschalten, sobald einer voll ist. Ja, das können wir gleich mal versuchen. Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Jetzt mal ein Stück wegfahren hier. So. Ah, Madlex kommt schon mit dem zweiten. So, dann haben wir auch ein bisschen Platz hier oben. So, sehr schön. Unsere große Umparkaktion hier. So. Da randocken. Zack. So.
So, die Kralle stellen wir am Boden ab. Zack. Jetzt gucken wir, wie das funktioniert hier. Oh, nee, da wollte ich jetzt nicht einsteigen. Da wollte ich auch nicht einsteigen. Ach, hey. Kinder, Kinder, Kinder. Ach, das sind zwei Trailer nebeneinander? Sehe ich das richtig? Ja. Er fixiert, eigentlich immer den, der... Wenn der eine voll ist, müsst ihr den anderen voll machen. Sieht alles ein bisschen kriminell aus hier. Ja. Ah, hat keiner gesehen. Wir können das ja nochmal überdenken, wenn wir... Oder beziehungsweise schon hinstellen, wenn die ganzen Baumstämme weg sind. Du meinst richtig hinstellen? User in your channel timed out. So. Und da waren es nur noch zwei. Ja. Der Matlex kommt aber gleich wieder. Da sind wir schon wieder bei der deutschen Internetleitung angekommen. Ja. Ja, das stimmt. Teilweise ein bisschen. Ich habe manchmal auch Schwierigkeiten, dass man so mal zwei, drei Tage lang kein Internet hab hier. Aber. Zwei, drei Tage? Ja. Okay. Ist schon vorgekommen alles. Was machst du, wenn du übers Internet arbeitest? Da würde ich Terror machen. Zwangsurlaub. Dann wäre es Zwangsurlaub, ja. Oder mit dem Stick. Gibt es ja auch noch eine Möglichkeit. Okay. Aber, wenn du so arbeitest. Aber wenn du Geschäftskunde bist irgendwo und das Internet geschäftlich nutzt. Wir haben bei uns in der Firma haben wir zwei Internetanbieter. Falls eine Leitung ausfällt, haben wir immer noch die zweite, mit der wir arbeiten können. Okay. So gehst du halt auch nochmal sicher. Beide auf einmal down. Nein. Das passiert, oder ist glaube ich so gut wie noch nie passiert. Dadurch, dass man halt Geschäftskunde ist, wirst du halt schneller oder bevorzugt bearbeitet dann. Das ist immer der Vorteil des Ganzen. So, jetzt schmeiß mal die Stämme direkt rein hier. Das steht aber auch schon ein bisschen versetzt. Versetzt? Ein bisschen? Mhm. Warte mal. Oh ja. User entered your channel. Ja, steht ein bisschen versetzt, hast recht. Ich guck mir das mal eben nochmal an hier. Da ist er ja wieder. Ja. Der Matlex ist wieder da. Ich würde sagen, warte schon, schnapp den wieder. Nee, nee, ist doch gut, ich stehe jetzt richtig so. Zieh dich doch rein jetzt. Was los? Das fahrt mit dem Hexer noch ein bisschen nach vorne. Ah, ich passe hier aber irgendwo nicht. Dazu müsste ich jetzt kurz hochklappen, warte mal. Warte. So, müsste eigentlich passen. Oder? Oder? Jo, der passt. Ja. So, dann schmeißen wir die nächsten Stämme drauf. Ja. Ja, unser mobiler Ladetisch. Sehr schön. Funktioniert wie nur eins. In der Zeit beobachten wir Frevi noch ein bisschen bei der Arbeit. Also wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wir überlegen, wie gesagt, auch mal einen Community-Server nochmal anzuschaffen. Nicht nur für Landwirtschaftssimulator, sondern generell auch. Also falls ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn ihr mitmachen wollt. Ansonsten freuen wir uns über jedes Abo, jeden Like und generell auch jeden Kommentar. Das motiviert uns und spornt uns an, noch mehr Videos zu machen. Das gibt unserem Leben einen Inhalt. Und dem Wahnsinn. Ja, und dem Krampe gibt es natürlich auch Inhalt, wenn wir mit dem Hexer die ganzen Baumstämme hier reinladen. Denn wir wollen ja nicht, dass die Anwohner von Björnholm frieren in der Nacht. Richtig. Oder im Winter. Obwohl Winter. Eigentlich oder am Tag. Oder am Tag, genau. Darf ich wieder drauf kommen? Ja, natürlich. Ja. Du darfst. Nicht, dass das Video überzogen wird von der Länge her, wenn dauernd synchronisiert wird. Nein. Das wollen die User ja nicht sehen. Nee. Oder die Abonnenten. Wie nennen wir es? Synchro-Party. Synchro-Party, genau. Eigentlich eine gute Idee. Ja, da muss ich sagen, das ist das einzigste Game, wo ich kenne, wo Synchronisation ist. Das einzige. Heißt ja, bei Bausimulator ist auch kurz.
Stimmt. Da wird es halt nicht Synchronisation genannt. Genau, es steht auf Warte auf beitretenden Spieler. Ich finde, wieso kann man das nicht anders machen, dass das während dem Spiel synchronisiert? Ich meine, guck dir den Landwirtschaftssimulator an, ne? Also die Bugs, die da drin sind, da bin ich überhaupt schon froh, dass überhaupt irgendwas... Ja, aber das ist ja nochmal seit der 2009er Version oder 8er oder was das erste war. Das 9er war, glaube ich, das erste, was ich gespielt habe, da war es ja auch schon. Da gab es aber keinen Multiplayer, oder? Ja, da gab es keinen Multiplayer. Echt? Die gab es ja erst im 11er. Ja. 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 Ei, ist das schon lange her. Weiß ich noch gar nicht. Ich kann mich im 09er nur noch erinnern, in der einen Scheune. Ich hatte Mods und Schneeschild. Und danach habe ich da Quaderbahnen reingemacht. Ja, die, wo der Akkusinn rauskam. Was? Wo? Beim 9er der Akkusinn. Ballenwagen. Ballensammler. Ja. Ja, von der Community, der war geil. Und mit dem Schneeschild zusammengeschoben in der Ecke. Und das war ein Mod, der Ballenwagen, oder? Ja, zuerst war es ein Mod und dann kam es in der Gold Edition. Ah. Und eine verholzte Version. Das ist ähnlich wie mit dem Forstmod, ne? Im 13er Teil funktionierte der, sagen wir mal, also wir haben gesagt, er funktionierte nicht so toll. Und jetzt haben wir im LS15 stellen wir fest, okay, eigentlich war im 13er doch alles gut bei der Forstwirtschaft. Ja, aber es gibt schon tolle Sachen aus der Community. Kann man nicht anders sagen, also. Da guckt sich Giants auch gerne mal was ab, so ein bisschen. Aber wie, glaub, was übernehmen tun sie, glaub, nie. Nur die Ideen. Nee. Obwohl sie es eigentlich könnten. Ich meine, irgendwo beim Editor steht ja drin, dass sie alles übernehmen können, ohne zu fragen. Ja. Ja, das Problem ist aber auch, du musst dich ja, wenn du Lizenzen hast, zum Beispiel für den Jens, ne, für den Häcksler hier, dann kannst du natürlich nicht, wenn du Lizenz hast, muss Giant sich daran halten und den Wagen so gesehen 1:1 nachbauen, wenn die Lizenz nichts anderes sagt. So, das heißt also, wenn der Ladetisch halt eben nur einen Meter lang ist, dann müssen die es auch genauso 1:1 übernehmen. Was machst denn du mit dem Scorpion? Pass mal auf da. Direkt. Oh, ich habe gerade schön Back gefunden hier. Super. Ich habe mein Führerhaus gerade kaputt gemacht hier mit dem Ui. Du kannst dich am Kopf kratzen. Warte mal. Das wäre doch mal was für Wetten, das irgendwie. Wobei, es gab es bestimmt auch schon. Warte mal. Ach nee, aber der Haken selber hat keine Kollision. Oder hat eine Kollision. Na, gucken wir mal. Ja, der hat eine Kollision. Okay, aber der Rest hat keine Kollision. Also der Arm hat keine Kollision. Na, ich lasse es lieber, bevor ich hier alles kaputt mache. Sehr schön. Ja, wir haben ein bisschen Überlänge produziert heute. Das ist aber nicht so dramatisch, nicht so wild. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne, kommentiert es und vielleicht finden wir noch irgendwann mal einen Modder, der uns einen mobilen Ladetisch bastelt, der nicht so aussieht wie der Ponce Buffalo. Mit dem wir dann ein bisschen besser arbeiten können. Also wie gesagt, abonniert uns gerne, kommentiert, liked das Video, verteilt die Nachricht in die Welt hinaus. Der Landwirtschaftssimulator 2015 hat jetzt einen mobilen Ladetisch. Sehr schön. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.